Stück Aufschatz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ich habe mir gerade den neuen Trailer von Black Ops 3 reingezogen, also sprich die Enthüllung. Ich habe zwar gehofft, dass sie ein bisschen was vom Multiplayer zeigen, aber es kam nur was über den Singleplayer. Aber jeder, der den Trailer gesehen hat, also ich werde es auch unten nochmal verlinken, vielleicht auch ein, zwei Bilder irgendwie mit ins Video klatschen, weil den ganzen Trailer kann ich nicht abspielen, ist da glaube ich verboten oder so. Ist auch scheißegal, auf jeden Fall habe ich mir angeguckt. Und ich muss sagen, es ist genauso gekommen, wie ich befürchtet habe. Und zwar, es wird nicht irgendwie wieder, ja, Zweiter Weltkrieg mäßig das Ganze sein, sondern wieder zukunftsmäßig. Also es hat irgendwie viel von AW, finde ich. Also sieht zumindest alles genauso aus. Ich werde euch gleich nochmal einen Screenshot wahrscheinlich zeigen. Das sieht man, wie der Spieler auf einen übelst großen LKW drauf springt. Also wieder solche Boost-Jumps. Ich habe dann auch hier und da schon jetzt Videos gesehen, zum Beispiel von GameStar, ist auch unten verlinkt. Die durften das Ganze schon mal anspielen und er hat halt gesagt, in dem Multiplayer wird es so sein, dass halt Dauersprinten, wieder so Boost-Rutscher und auch irgendwie Wallruns möglich sein sollen. Das Ganze auch noch, dass die Waffe immer oben ist. Also man kennt das ja, wenn man eigentlich sprintet, dass die Waffe unten ist. Man muss halt stehen bleiben oder halt aimen, dass die Waffe hochkommt. Das soll auch nicht mehr so sein. Also man kann irgendwie immer direkt schießen, auch wenn man irgendwo drüber klettert. Also ich bin echt sehr gespannt, wie das wird. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte ein großer AW-Abklatsch werden, was natürlich jetzt nicht so toll wird. Ich habe natürlich keine Ahnung, ich meine, das war der erste Trailer, sie haben jetzt noch nicht so viel gezeigt, aber ich denke, man sieht schon die Richtung, wo es auf jeden Fall hingehen wird und ist natürlich ziemlich spannend, jetzt mal die Reaktion von der Community zu sehen. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Trailer so sagt, also wie ihr das Ganze findet und ja, ich bin echt gespannt, wie das wirklich der Großteil annehmen wird, vor allen Dingen, sage ich mal, die größeren YouTuber, die halt bestimmen, ob das Spiel mehr oder weniger gespielt wird oder ob es halt nicht gespielt wird, was die dazu sagen, ob sie halt sagen, ja, das ist geil, wir zocken das, dann zocken es wieder alle oder sagen, nee, das ist scheiße, dann zockt es wieder keiner mehr, aber irgendwie, denke ich, wird das Spiel gespielt werden müssen, weil, keine Ahnung, noch hier auf Black Ops 2, also ich kenne ja viele, die jetzt auch wieder auf Black Ops 2 gewechselt sind, weil AW einfach nicht mehr so viel Spaß macht oder MW3 und so weiter. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Leute Bock haben, noch ein Jahr zu spielen. Es kann natürlich auch sein, dass einfach die COD-Community noch weiter wegbricht, weil halt viele sagen, ja, das zukunftsmäßig, das ist einfach nicht das, was mir gefällt. Man muss halt mal abwarten, wie es wird, aber der Trailer hat mich so ein bisschen traurig gestimmt. Ich dachte, es kommt eigentlich mal wieder was Älteres. Es wäre auf jeden Fall mal ein guter Zeitpunkt gewesen. Ansonsten muss man halt schauen, es gibt halt wieder irgendwie so Kampfanzüge anscheinend, wo man dann auch wieder verschiedene Sachen machen kann. Im Singleplayer soll es auch so sein, dass man oftmals gegen irgendwelche Maschinen und Roboter kämpft, also Fights führt. Und ja, ist halt wirklich wieder sehr, sehr zukunftsmäßig und wir müssen uns einfach wahrscheinlich mal überraschen lassen. Ich will jetzt einfach bloß mal kurz mein Feedback raushauen. Und besonders interessiert es mich einfach, was ihr darüber denkt. Also schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen, einfach mit euch wieder mal eine Runde zu diskutieren. Und das soll es auch eigentlich zu dem Video jetzt schon gewesen sein. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich denke, so wichtig war jetzt der ganze Trailer auch noch nicht. Ich bin gespannt, was halt in Zukunft für Trailers noch bringen, was man da halt so sieht. Und ja, wenn das erste vom Multiplayer kommt, ich hoffe, dass es nicht so spät. Was natürlich richtig geil ist, was ich cool finde, und zwar, wenn man das Game sich vorbestellt, kann man endlich, ja, Beta-Zugang bekommen. Also sprich, man kann das Game vorab zocken. Das freut mich extrem, weil das habe ich mir schon bei den ganzen Titeln davor gewünscht, dass man einfach mal die Möglichkeit hatte, schon ein bisschen eher zu zocken. Und ich werde auf jeden Fall am Start sein. Also ich werde es mir auf jeden Fall bestellen. Dann schaue ich einfach mal, wie es ist. Vielleicht lässt sich es auch besser spielen, als es aussieht. Und mit diesen Worten bin ich eigentlich jetzt auch raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall den Daumen nach oben und eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Ims.